So, liebe Leute, es geht weiter im Elgo Store mit einer neuen Folge Supermarkt Simulator. Direkt mal zu Anfang, Leute, guck mal hier. Was hat denn der über dem Kopf? Seit wann ist denn das da? Ich habe jetzt gesehen, wenn ich jetzt an hier rangehe, da steht da links, beschleunigen. Seit wann geht das denn? Dann laufen die wohl schneller oder so. Seit wann ist das? Habe ich aber was verpasst? Stand das in den Patch Notes? Oder ist das ein Mod? Ich komme da jetzt gerade voll nicht drauf klar. Naja, werden wir gleich mal austesten, wie schnell die dann laufen, ne? Jedenfalls, der Laden ist wieder schön eingeräumt. Ich habe die Jungs mal arbeiten lassen, alles nachgekauft. Wir haben immer noch 15.000 Euro. In der letzten Folge haben wir ja schön hier ein großes Upgrade gehabt, ja? Den Laden schön vergrößert. Aber was machen wir denn in dieser Folge? Gute Frage, nächste Frage, ne? Wir müssen einfach erstmal grinden, noch ein bisschen Geld verdienen. Und Rechnungen bezahlen, natürlich. was können wir denn sonst noch machen? Lager? Nee, Lager. Obwohl, Lager ist relativ günstig, ne? 4.000. Da könnte man auch wieder, ich meine, wir haben noch Lagerplatz, ne? Aber können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen erweitern. Sollen wir vielleicht sonst den Laden noch irgendwie verschönern? Kann man die Decke noch irgendwie... Ne, Decke kann man, glaube ich, nicht machen, ne? Moment, hatte ich hier nicht noch Fliesen? Hier. Kann man die nicht an die Decke machen? Nee, kann man nicht. Okay, ja, ich weiß nicht. Und den Karton machen wir wieder zu und den stellen wir wieder schön in die Ecke hier rein. Kartönchen oben drauf. Kartönchen oben drauf und alles in die Ecke damit. So, ja, aber wie gesagt, was steht denn jetzt eigentlich in dieser Folge hier an? Müssen wir mal gucken. Außer grinden und Geld verdienen. Denn umbauen können wir nichts. Alles andere, ja, für die neue Lizenz brauchen wir jetzt noch 3 Level. Ja, dann können wir zwar 2 Lizenzen holen. Die möchte ich dann gerne mal hier an dieses Rundding stellen, ne? Das sind zwar mehr Sachen als, wohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment, 1, 2, 3, 4, ja doch, das würde passen. Dann können wir all die Spiele, können wir dann da hier schön an das Rundregal stellen. Aber sonst, Leute, würde ich sagen, öffnen wir mal den Laden und starten einfach mal unverblümt hier mit dem Einkaufen, ne? Ich hatte auch immer so im Kopf, was ich noch machen wollte, aber ist weg. Das hier müssen wir uns noch ansparen, ne? Aber dafür brauchen wir wieder 50.000. Ich glaube zwar nicht, dass wir das in dieser Folge noch schaffen, es sei denn, wir stellen wieder die Preise hoch auf 8 Euro. Wäre aber auch irgendwie doof, ne? Jetzt so schnell ein bisschen was. Also wie gesagt, lass uns einfach mal ein bisschen grinden, diese Folge. Denn wir brauchen einmal das Level und dann haben wir mit Sicherheit das auch gleichzeitig hiermit erschlagen, mit der Ecke, ne? Dann können wir das hier, die Kühlabteilung noch ein bisschen umbauen, wieder vergrößern. Dann haben wir wieder mehr Platz. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Ich glaube aber auch, dass in dem nächsten Update ein noch hier hingeht. Da wird mit Sicherheit noch ein Platz reinkommen. Aber na gut. So, jetzt geht's erstmal hier im Laden los. Das Lager ist gefüllt, da habe ich nachgeschaut. Und ja, was bleibt mir noch mehr zu sagen? Hohes C steht da rum, ja. Sonst bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen hier, ne? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, habe ich gesagt. Unhöflich hier. Harry, bist du schon fertig mit dem Einkauf? Bist du durch? Er ist schon durch, der Mann. So, Harry kauft hier ein. Wen haben wir denn sonst noch hier? Kleine Prominenz hier. Die Cousine von Birgit. Das ist ihr Name, die Cousine von Birgit. Sie ist namenlos. Gestaltlos. Nee, Quatsch, nur namenlos. Ja, greifen Sie mal ordentlich zu hier. Wir brauchen nämlich Geld. Und Erfahrungspunkte. Also eigentlich brauchen Sie gar nicht großartig zuzugreifen, sondern kleine Objekte kaufen, bitte. Nur kleine Mengen. Heute mal was anderes. Wir brauchen nämlich einfach nur viele Checkouts. Ja? Wir brauchen nur viele Checkouts. Oblatenecken. Yummy. Ja, das müsste eigentlich noch ein Regal rüber hier, ne? Damit die Nudeln... Guck mal, das machen wir noch gerade. Das können wir nochmal gerade umbauen, damit die Teigwaren näher bei den Teigwaren stehen. So. Ich hoffe, jetzt habe ich noch genug Platz, um das Regal noch da reinzuschieben. Ja, komm, hier. So. Sehr schön. Guck mal. Hallo, Mahlzeit. 3 Sachen, ja egal. Hauptsache Checkout. Sehr schön. Ja, hier kommt es nämlich jetzt auf die EPs drauf an. Und Geld ist jetzt erstmal gerade Nebensache. Aber die Kühlabteilung, ja, die ist schon groß, aber die muss noch größer werden. Ne? Aber das hier möchte ich alles noch größer haben. Ich möchte mehr Produkte. Need more. Leute, was ist denn, weißt du was? Sollen wir einfach mal hier, wir haben so viel Geld. Komm her, hier, kaufen. So. Wo ging's hin? Ach, hier. Na denn. Komm her, wir kaufen, können noch eins da. Noch ein Stück kaufen hier. So. Guck mal hier. Noch mehr Platz. Ach, guck mal her. Ja, Menschenskinder.
können wir schon wieder. Da habe ich mir wieder was angetan. Jetzt kann ich das schon wieder tun und machen und schieben und oh Gott. Ja, ich habe das erstmal gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es jetzt schiebe. Mal gucken. Ich müsste auch erstmal wieder Boden, ne? Und dann könnte ich mir dann nochmal die Mod laden mit den Snap Points, damit ich dann die Regale da vernünftig hinsetzen kann und nicht immer so ewig lange. Ja, Kunde wartet auf Hilfe. Sie werden natürlich geholfen. Lewis Hamilton. Ein Hightech-Auto fahren, aber keine Kasse bedienen können. Na gut. Bing. Ja, sehr schön. Guten Tag. Hallo. Willkommen im Elgo Store. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal im Elgo Store. Oha, der kauft aber ordentlich einen hier. 361 Euro. Sehr schön. Und dann können wir so direkt noch ein Stück Lager kaufen, wa? 195,06. Wisst ihr was? Das machen wir doch einfach. Hier, komm, was soll das? Keine Kosten und Mühen gescheut. Noch ein Stück Lager gekauft. Guck dir das an. Guck es dir an. Wir können aber so ein bisschen mal jetzt noch, da wir jetzt, wie gesagt, EPs farmen müssen, können wir noch das Lager ein bisschen verschönern, oder? Guck hier, da kommt ja auch immer genug Geld rein für 369, sehr schön. Dann lass uns das doch einfach machen. Wir kaufen hier jede Menge. Ach Quatsch, wir kaufen hier jede Menge ein. Lass uns einfach ein bisschen so Heim und Haus machen hier, ja? Schöner wohnen quasi. Wenn ich hier nicht ständig an der Kasse stehen müsste. Ja, sehr schön. Da kommen die EPs. So, komm her. Ich kaufe erstmal. Ne, Moment. Ne, hier gar nicht. Nirgendwo. Hier oben. Ja? Müllboden. Da ist er. Hier. Können wir direkt mal drei Stück kaufen. So, dreimal Böden. 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 So, was darf es hier sein? Ja, kleine Mengen. Sehr schön. Oh, ne, doch nicht. Oha. Ich bin zu früh gefreut. Aber naja. Immerhin Geld. Ich beschwere mich nicht. So, sehr schön. 64, 6, 68. Ciao, ciao, ciao. Kakao. Dann schnappen wir uns hier wieder und machen wieder einen auf Fliesenleger-Simulator. Zack, 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 zack. 2, 4, 6, 8, 10 Fliesen sind da drin. Ein bisschen wenig, aber naja. So, hallo. Wen haben wir hier? Sie haben auch noch keinen Namen. So, bitteschön. Hier, ah ja, komm, hier, so, schön kleiner Einkauf, schon wieder. Ja, da ordentlich Kaffee fürs Büro. Da muss ich auch mal einen kleinen Vorrat mitbringen, ne? Kann ich verstehen, kann ich verstehen. So, jetzt machen wir hier noch gerade das Licht an. Doch nicht? Doch, so. Oha, ja, hier, ne. Da müssen wir natürlich auch noch im Lager ordentlich aufrüsten. Schon leer? Damit. So, wieder Kundschaft. Hallo. Zwei Pizzen. Schön. Ja, und dann nur noch 17 Euro. Naja, komm. Was beschwere ich mich denn hier? So. Wechsel ich 45. Wiederhören. Ja, Hilfe. Sie werden geholfen. Fachmännisch. Oh, komm, schnell. Nochmal zwei Kartons Fliesen. Zack ich. So, sehr schön. Wie sieht es mit dem Lager aus hier? Oh, das war eins zu viel. Schnell. Eins minus. Hier Cola. Einmal blitzschnell durchgucken. 33. Das hier und einmal schnell kaufen. So. Gut. Was haben wir hier? Kasse. Machen wir schnell Kasse. 6,8,4. Ja, dann warten wir jetzt noch, bis die letzten Kunden hier raus sind, wa? So. So, so und so. So, wer so sagt, hat keine Lust. Ne? So. So, so. So, ein bisschen Schinken. Specko. Speckmania. So, ciao. Um 9 Uhr kommen hier nochmal drei Leute rein. What's going on here? Noch mal einer. Leute. Wir gehen langsam ins Bett. Was haben wir hier alles? Ach, Fliesen. Hahaha. Ja, dann machen wir nochmal ein bisschen hier Fliesen, ne? So, ciao. So, was ist denn jetzt eigentlich mit den Leuten? Pass mal auf, hier. Komm mal hier, beschleunigen. Ach krass, die laufen sogar noch. So, hier, let's go, let's go, let's go. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Du auch. Nice, wusste ich gar nicht, ey. Krass. Hier, let's go. Alle mal hurtig, hurtig.
zu Feierabend, ne? Aber tut ihnen das jetzt was an der Kondition oder irgendwie sowas? Oder wollen die da mehr Geld? Ich weiß es gar nicht. Weil sie dann auf einmal meinen, sie würden doppelt und dreifache Arbeit leisten. Krass, aber jetzt mal ehrlich, Leute, seit wann ist das so? Kann man den ja auch beschleunigen? Ja. Hat das jetzt was gebracht? Ne. Hm. Das ist aber interessant. Das ist halt mega interessant, ne? Warum ist das Bier hier? Habe ich wieder doppelt und dreifach bestellt. Stimmt der wieder nicht mit mir hier? Moment, hier, Spaten ist doch hier. Oder? Hever? Lübzer? Wer Spaten? Hallo? Ah ne, Moment. Hier. Leute, könnt ihr das nicht mal einräumen? Was ist los mit euch? Ihr seid schon hier rum am Joggen. So, Entschuldigung. Da bin ich schon. So. Och, guck mal. Schöne Monetos. Ja, geil, ne? Sonst hört er gleich aufzulaufen. Ja, aber gut zu wissen, dass das so geht. Was steht denn jetzt hier? Alter. Habe ich wieder? Ja, habe ich. Nice. Idiot. Goddamn Idiot, würde ich mal sagen. So, dann noch ein Paket, ne? Ich glaube, ich habe drei gekauft, bevor es hier 9 Uhr wurde. Dann können wir das hier nochmal. Hier, zack. 2, 4, 6, 8. Und wieder ein Karton übrig. Nice. Ja, Moment, erstmal zumachen und dann stellen wir den mal hier hin. So, ne? Ich habe gesagt, so. Wunderbar. Ja, komm, ne, dann müssen wir gleich tatsächlich noch das Lager umbauen, ne? Aber sind jetzt erstmal alle Kunden raus? Ja, scheint so, ne? Es scheinen alle Kunden raus zu sein. Dann würde ich mal sagen, beenden wir mal. Genau, können direkt hier. Das ist das neue Lager. Aber Cola hatte ich das nicht hier? Ja, doch, guck mal da. Ja, komm. Lass mal gucken, wie viel haben wir denn verdient heute? Insgesamt 14.000, minus 16.000, what? Ah ja, haben wir wieder Laden gekauft, bla bla bla, ne? Na gut, gucken wir mal gerade. Oh Leute, nochmal kurz nachgecheckt. Ich komme hier direkt mal beschleunigen, ja? Da kannst du direkt mal ein bisschen Gas geben. Ich habe mir jetzt auch mal schnell die Mod hier Furniture Snap Point runtergeladen. Weil ich muss ja dann doch im Lager so ein bisschen was machen. Und damit das auch vernünftig funktioniert und ich jetzt nicht wieder stundenlang die Dinger da hin und her schiebe und anpasse und sowas, habe ich mir die jetzt mal runtergeladen. Lass mal gucken, ob die funktioniert. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Das habt ihr gesehen? Also, der ist nicht mehr ganz so fein zu verstellen. Das geht ein bisschen besser jetzt hier, ne? Aber nur ein bisschen. Aber ich glaube, ja, ich glaube es tatsächlich, dass es ein bisschen schneller geht jetzt. Hoffentlich. Ich kann mir jetzt auch mal das Lager. Ich lasse die. Ja, Moment, ich lasse die Jungs mal gerade ein bisschen was einräumen hier. Warum passt der nicht? Der passt zwar hier. Warum nicht da? Und das Lager jetzt mal komplett reorganisieren oder was? Komm mal her. Stellen wir mal dahin. Dann ist das ja mit diesem Dingens doch nicht allzu cool. Aber das können wir vielleicht dann auch nicht nur da hinstellen, dann können wir direkt hier hinstellen. Oh, Moment, nee. Wenn, dann ist es das Regal, ne? Dann kommt das Regal erstmal hier hin. Aber ja, das passt dann wieder nicht, weil das Regal im Weg ist. Ne, komm schon. Ja, sorry. Aber dann erstmal das hier. Aber so geht es, glaube ich, doch schon ein bisschen schneller, ne? Mensch. So, das kam als nächstes kommt das hier. Junge, 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 da haben wir echt jetzt richtig Platz im Lager. So. Und dann kommt das hier. Alter Schwede. Ist das nicht geil? Guckt euch das an. Was haben wir jetzt hier für Lagergänge? Holy moly. So, dann kommt das hier. Inwieweit können wir das jetzt hier dran schieben? Na, guck mal, ist okay so, ne? So, guck mal.
Wow, 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 ey. Das ist natürlich jetzt krass. Weg da. Du Halunke, du. Das ist natürlich jetzt krass. Jetzt haben wir nicht nur größeres Lager, sondern auch viel mehr Platz. So. Als nächstes kommt das hier dran. Vorsicht bitte. Sonst werden sie vom Regal erschlagen. Dann verklagt er mich noch und geht doch an die BG. Leute. So. Oh, ne, sorry. Das wollte ich so nicht. Ich sage, dann setzen wir das hier einfach jetzt mal hier dran. Ne? Na krass, da stehen die gut ineinander, ne? Ja, nice. So, dann fangen wir wieder von hier an. Eine noch, so. Ja doch, also ich denke mal, das Platzieren geht im Großen, ne, im Großen und Ganzen etwas schneller. Ja, weil die nicht mehr ganz so ganz fein sind, sondern die Bewegungen, sondern ein bisschen was gröber. So, pass auf, jetzt kommt das hier noch hier hin. Sodele. Dann kommt das hier. Moment. Hier, ne? So. Genau, also hier geht nicht. Jawohl. So. Das dahin. Und hier immer das leere Schieben noch hier daneben. So. Mensch, Skinners, guckt euch das an. Ich habe sogar noch ein Regal vergessen hier. Das war jetzt doof. Ne, 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 das geht so nicht. Dann müssen wir schon alles gleich halten, schön halten, ne? So, dann das dahin. Dieses. Dort. Na, komm. Hier hin. Darüber geht nicht, jawohl. So. Nein, nein. Zack. Hätte man da sogar noch Platz, ne? Zack. Das dann hier hin. Zack. Und das leere hier hin. What? Haben wir da irgendwo platzmäßig versagt? Wieso? Das steht doch gut hier, ne? Nö, eigentlich haben wir da nirgendwo. Was passt denn da jetzt nicht? Ganz rüber ist nicht, okay. Na, komm schon. Nö, eigentlich stehen die alle richtig, ne? Was ist doof? Warum passt das eine Regal jetzt nicht dahin? Das. Ah, da, geht doch. So, guck mal, sehr schön. Wow! Guckt es euch an. Wow, wow, wow. Wahnsinn. So, die Jungs haben erstmal alles eingeräumt. Dann können wir direkt mal nachbestellen. Hier. Zweimal proper. Zweimal das. Hier. Dieses. Oh, irgendwie fühlt sich irgendwie richtig gut an gerade. Mit dem größeren Lager. Fühlt sich richtig gut an. Echt Wahnsinn. Dann haben wir den Reiniger. Haben wir den schon? Nein. Alles klar. So. Hier. Let's go. Let's go. Let's go. So, dann haben wir das alles. Sieht hier aus. Das. Viel längere Regale. Krass, ne? Hähnchen haben wir hier jetzt. Okay. Ich kann mir das ja sowieso nie merken. Von daher. Obwohl, Hähnchen ist somit das einzige. Oder. Ja, doch. Somit das einzige, was ich mir merken konnte, wo es steht. So. Hier. Das kaufen wir alles noch nach. Weil wir haben ja genug Geld. Das heißt, wir können das Lager auch schön vollknallen mit allem Pipapo. Hier oben nochmal Dallmayr Prodomo. Öl, Öl. Ehemalig Tupik. So, boom. Guck mal. Let's go. 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 Hier alle hier. Let's go. Go, 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 go.
tut mal was für euer Geld, ne? So, und ich öffne den Laden. Geilo. Du musst mal gepeitscht werden hier, ne? So. Sehr schön. Ach Mensch, Leute. Laden vergrößert. Moment. Ah, Jesus. Laden vergrößert, Lager vergrößert. Ah ja, genau. Hm. Wir wollten sowieso noch hier mehrere Lampen noch anbringen. Ja, deswegen kaufen einfach nochmal 10 Stück. Einfach nochmal 10 Scheinwerferchen, ne? Weil das hier wollte ich ja auch noch anpassen, ne? So. Dann machen wir das nämlich auch noch einmal fit. So. Ich sehe das gerade nicht so ganz. Genau, auf der Linie hier. Okay, so. Guck mal, das geht ja auch ein bisschen schneller dann, ne? Zack, hier. Zack. Ja, ich meine, gut, ich könnte mir vielleicht noch ein Lampenkonzept ausdenken, wie wir das so machen, aber ich denke einfach, wenn wir die jetzt hier so platzieren, dann sollte schon irgendwie alles gut passen, ne? So, guck mal, ist die Ecke, ja, die Ecke ist auch recht gut ausgeleuchtet hier. Vielleicht ist auch einfach zu viel Licht, oder? Was ist denn, wenn ich hier eine Lampe wegnehme? Gerade hier hin. Ist immer noch gut, ne? Ich bräuchte eigentlich nur jede zweite Lampe. Ist das so, ja? Trotzdem noch hell genug beleuchtet, wa? Lass mal gucken, wenn wir die ja vernünftig dann auch aneinander slappen können. So. Dann kann man hier wirklich so ein Kreuzmuster draus machen. Dann können wir die Lampe wegnehmen. Nein, Moment, nee, nee, das ist dann. Ah, komm, ja, die können wir einpacken. Stellen wir da hin. Ah, Jamek. Hallo. Ja, Jamek stört mich jetzt gerade so ein bisschen, aber für ein paar Kunden nehmen wir uns natürlich noch Zeit, ne? So, pass auf, diese. Ach nee, ich Idiot. Ich Idiot. Die Lampe sollte eigentlich drin bleiben, die hier kommt weg. Müssen wir gucken, ob wir das machen. Ich muss mal aussetzen. Ich mache das einfach mal so. Vielleicht habe ich einfach viel zu viel Licht, ne? Kann ja auch sein. Dass man da gar nicht so viel Licht braucht. 0,7. Dementsprechend würde dann auch wieder der Strompreis natürlich sinken, ne? So, komm mal her. Dahin. Und das heißt, die Lampe kann wieder weg. Einpacken. Ich stelle mir einfach ins Lager rein, ne? Diese hier. Brauchen wir erstmal nur als Platzhalter. So. Na, wo ist die nächste hier? Da. Ja, Moment, Kundschaft, ich komme sofort. Uno momento, por favor. Das heißt, die hier kommt wieder weg. Einpacken, hinstellen. Ja, wie sieht das aus? Ja, hier ist ein bisschen dunkel, ne? Da könnte es ein bisschen dunkel sein. Sehr schön, nicht allzu groß der Einkauf. So ist es fein. Hau rein, Hein. Ciao. Ja, weil, ja. Vielleicht muss ich tatsächlich hinten nochmal einfach die Lampe dann hinsetzen. So. Hat das jetzt was gebracht? Ja, doch ein bisschen bringt das schon hier was, ne? Dann lass uns das nochmal so machen. Komm, wir lassen die Lampen einfach hier so hinten in der Reihe. Dann ist das schon okay so, ne? So, sehr gut. Das heißt, hier kommt keine Lampe hin. Piep, 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 piep. So. Ja, komm, ich platz. Ja. Ihnen wird natürlich geholfen. Sie sind im Elgo-Store nicht alleine. Hier wird Ihnen immer schön geholfen. So, was darf es denn hier sein? Einmal ganz schnell durchgezogen. Ah ja. Der Kollege bringt noch ein bisschen Geld mit hier. Zu 3 und 6. Ciao. So, der feine Herr. Sie sollen noch nicht so viel einkaufen.
Doch, kaufen sie, wie sie wollen. Ist immerhin Geld, was wir auf jeden Fall gebrauchen können, ne? So. Hier, schneller. Hurtig. Genau, hier in der Reihe bleiben immer zwei. Ne, Moment. Ne, komm her, ich muss jetzt mal hier. Das ist gerade keine Zeit mehr für euch. Ich möchte jetzt hier mal das Lampensystem auch auf Vordermann bringen. Chemic machen wir noch schnell mit denen hier und danach schließen wir mal die Kasse. So, muss das zurück sein. 40, 43, 20, ciao. So, ciao. Kasse geschlossen, wunderbar. So, pass mal auf hier. Jetzt geht's weiter. Habe ich Platz, so eine hinzusetzen? Ja, hier kommt tatsächlich wieder eine hin, ne? So. Die kommt eigentlich nicht dahin, aber erstmal ja. Damit wir die hier noch vernünftig platzieren können. So. Dann kommt sie wieder weg. Die... Ja, Moment, hier. Machen wir die letzten beiden Reihen hier. Da kommt auf jeden Fall dann doppelreihig hier eine Lampe hin, ne? Aber meinst du es nur, es ist direkt ein bisschen dunkler hier? Hm. Bin mir unsicher, Leute. Naja. Gucken wir erstmal. Können wir ein Lumenmesser hier anfordern, ne? Ja, sie werden geholfen. Komm mal hier, lass mal gucken. Piep. 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 Ach, tatsächlich, der Kollege hat auch, ist auch schneller. Oh, ich kann alles steigern, krass. So, Horsties, ne? Tut mir alle was für ihr Geld. Du auch hier, schneller, hurtig, hurtig. Hurtig, hurtig. Vielleicht kriege ich bestimmt die Quittung dafür, weil ich dann jede Menge bezahlen muss für die. Oder kam ein Patch raus, wo ich es einfach nur übersehen habe. Da bin ich mir gerade unsicher. Ja, ich meine, aber jede zweite Lampe wäre doch erstmal okay. Mensch. Jede zweite Lampe wäre doch, glaube ich, erstmal okay, oder? Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Huch. So, hier. Ciao, ciao. Wir machen es einfach mal, ne? So, dann die hier. Dort. Ja, dann müsste die da erstmal da weg. So. So. Mal gewagt, hä? Haben wir es mal gewagt, ohne. Genau, hier. Doppelreihig. Zap. Ich hab's ja immer gern alles irgendwie symmetrisch, dass man das irgendwie vernünftig angeordnet hat. Deswegen so. Klauen wir uns mal hier wieder eine Lampe. So, das hier erstmal doppelreihig durch. Sehr schön. Was haben wir jetzt mit dir? Hier kommt wieder eine hin. Dort. Also mit der hier. Weg damit. Komm. Das ist mir dann zu ungenau. Das wäre mir dann zu ungenau. So. Weg damit. Piep, 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 piep. Das wird schon vorspannen hier. Eine dicke Zeitbombe. Wie eine tickende Bombe. Hier ist nur noch jemand, der Allahu Akbar ruft. So, hier kommt keine hin. Okay. Okay, die können wir mal einpacken. Komm mal her mit der. So, jetzt aber wieder
Hier. Diesen Weg. Zack. Wasser noch eine hin. Yes. Ich glaube, alle Kunden sind raus. Ist das so? Dann nehmen wir die Lampe wieder weg. Einpacken und in die Ecke pfeffern. So, das ist okay. Hier sieht es noch ein bisschen duster. Ja, wohl, eigentlich ist es nicht duster, ne? So, Kühlabteilung ist gut beleuchtet. Das sieht eigentlich ganz gut beleuchtet aus hier. Da haben sie wieder ein paar Laternen, ein paar Lampen gespart, ne? Aber Kühlabteilung können wir natürlich auch mal anordnen. Oder sollen wir es am nächsten Tag machen? Warte, einmal weg. Na, komm, weg da. Okay, da die erste. Dann wird die hier direkt mal mit angepasst. So. Ah, komm, hier Kühlabteilung, ziehen wir in einem durch. Was soll denn das? So. 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 Hier passen jetzt keine mehr hin, leider. Aber ist ja nicht schlimm, weil da werden wir demnächst ja auch noch nochmal erweitern, ne? Wahrscheinlich in der nächsten Folge, hoffentlich. Oder? Nee, obwohl. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir immer noch 67. Ja, das dauert leider ein bisschen was, ne? Bis wir dahin gegrindet sind. Das wird ein langer Grind. Zack, zack. Guck mal, da können wir nochmal ein paar Lampen noch verwerten hier. So, zack. Und noch eine. Und dann müssen wir diesen Tag hier auch mal für beendet erklären, ne? Was? Warum nicht? Oh no. Don't please, no. No, no, no. Ja, gut, dann ist das halt so. Einpacken. In die Ecke pfeffern. Kriegst du da nicht noch eine hin? Gar nicht? Einen noch? Keinen mehr? Oh, das ist fies. Oh, das ist echt fies. Aber ich kann den einfach mal gerade ein bisschen weiterschieben. So, passt das jetzt vielleicht? Nee, ne? Nee. So nicht, aber so. Jetzt habe ich nochmal einen Tick weitergeschoben. Nee, ne? Nee, nee, nee. Ja, egal, dann machen wir halt die eine Lampe. Genau, hier drüber. So. Wo verpacken wir jetzt? Wo stellen wir die denn jetzt alle hin hier? Erstmal die Kiste in die Ecke. Na. So aber nicht hier, ne? Kollege. So, einmal schön in die Ecke schieben. Ach, was heißt hier? Oh, wow. Ne, wir packen nochmal ein, stellen die da hin, weil wir haben draußen ja noch einige Lampen, die brauchen wir noch fürs Lager hier, ne? Weil das Lager ist auch nicht unbedingt cool beleuchtet. Deswegen. Aber jetzt haben wir erstmal den Laden gemacht. Sieht cool aus. Ein paar Lampen eingespart, ne? Eine, um genau zu sein. Hier ist alles schön beleuchtet, die Gänge. Ja, wunderbar. Hier in der Kühlabteilung auch. Ja, cool. Dann würde ich mal sagen, beenden wir mal den Tag und starten den nächsten. So, jetzt haben wir die Zap-Zap. Ja, ordentlich was eingenommen. Sehr schön. So, Müller Froop Erdbeere. Da legen wir gerade wieder, bevor wir einen Relog machen, selber Hand an. Zwei, wie viel haben wir jetzt? Wir hatten drei, ne? Da haben wir 5,13, 5,13. Sehr schön, okay. So, Lager machen wir jetzt gleich. Hier machen wir einfach direkt mal wieder den Laden auf, damit es hier mal weitergeht, ne? Hier, das weg und hier Licht an. Sehr schön. Beautiful, Leute, beautiful. So, dann geht's hier mit dem Quatsch weiter. Aber hier machen wir, glaube ich, noch Mittel, ne? Dass wir so
die Gänge einfach nur ausleuchten, ne? Das sollte ja hier auf jeden Fall reichen. Wir brauchen ja nicht Überlicht. Na, komm. Ne, glaube ich, hier reicht auch jede zweite Lampe einfach nur. So. Haben wir noch welche? Die, die wir haben, erstmal reorganisieren. Und zack. So, dann kommt die hier weg. Komm schon. Sollte ja eigentlich schon auch reichen, ne? Und die hier noch. Und hier noch eine hin. So. Dann kommst du wieder weg. Ciao. So, und das machen wir jetzt noch hier in Gang. Ja, hier so. Na, weg mit euch. Hier so hin. Drück an die Wand dran, ja. So, das. Haben wir Kundschaft? Tatsächlich. Nicht. Hat sich gerade geklingelt bei mir? Hm. Okay, pass auf. Lampe. Die knallen natürlich direkt. Warte, ist das ein bisschen eng hier? Nö, hier, so. Ah, geht, ne? Ne, pass auf, die müssen wir noch ein bisschen was rüberschieben. So, hier. Dort. So. So machen wir das. So, okay. Ja, jetzt hat es aber bei mir in der Kasse geklingelt. Ich meine, ich könnte ja auch, um sicher zu gehen. Pass auf. Möbel. Großes Regal. Einmal bitte. Und dann stellen wir es jetzt einfach mal dahin. Mal gucken, wie viel Platz wir hier. Okay. Ah, müssen wir snappen, ne? Ich kann es ja nicht anders als snappen lassen. So. Na, guck mal. Dann sehen wir nämlich hier, steht nicht in der Mitte. Super. So. Hier, das ist doch super. Das passt. Hier. Haben wir noch eine? Haben wir wieder viel zu viele Lampen gekauft, ne? Haben wir wieder viel zu viele Lampen gekauft. Ist aber nicht schlimm. Dann ist das halt eben so. Irgendwann werden wir diese schon gebrauchen, ne? Huch. Okay, da müssen wir mal eine von draußen holen. Hier hin. So. Diese kommt weg. Einpacken. Und das ist Lager eigentlich auch schon wieder gut ausgeleuchtet, ne? Dann stellen wir den ganzen Quatsch mit hier hin. Hm, geht nicht? Okay. Ich hatte Kundschaft. Entschuldigung, hallo, guten Tag. Da stehen sie schon 3 Stunden hier an der Kasse, ne? Ach Mensch, tut mir leid, Leute. Ich hatte gerade mal was Tolles zu tun, ne? So, muss ja auch mal den Laden ein bisschen reorganisieren hier. So, für 6 Euronen zurück. 50, 80, 1, 2, 3, 4. Ciao. So, und hier, next one. Oh ja, 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 der will aber ein bisschen was, ne? Ja, mal schön hat Sushi gebuttert. So, ciao. Das war's schon wieder. Mhm, toll. Aber doch, mit der Ausleuchtung bin ich zufrieden. Sieht so bei manchen Stellen ein bisschen chaotisch aus, aber ist ja, ne, alles durchdacht und so. Ja, bing, einen Moment. Jetzt müssen wir gerade hier die Lampen noch ein bisschen beiseite stellen. So. Eieiei. Birgit, was ist los? Was ist los, Birgit? Warum schon wieder so viel Wodka? Red doch mit mir. Bin da, Birgit. Du kannst mir alles anvertrauen. Ja. Sushi groß. So, jetzt kann ich natürlich gucken, ne? Wo ist jetzt hier Sushi groß hingekommen? Müsste jetzt eigentlich mittlerweile auf der Seite hier stehen. Eieiei. 1, 2, 3, 4. Kartoffelis, Kartoffelis. Holy moly. 1, 2, Spaten. Hier ist wieder einiges im Argen, du, ha? Hier haben wir Sushi. Ja, bestellen. Oh, da müssen wir auch nochmal gerade machen hier, schnell. Ist ja so viel nicht da. Ja, alles wieder leer gekauft hier. Wir haben auch genug Geld, von daher. Zack, zack.
Hier. Haben wir das jetzt schon gemacht? Ja. Gut, dass ich gerade nicht da drauf gedrückt habe. So, zack, 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 zack. Hier. Boah. Leute. Aber guck mal, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt könnte ich natürlich auch mal ausprobieren. Hier, Licht. Bitte. Ja, guck mal. Reicht doch voll und ganz aus. Das reicht doch voll und ganz aus. Geil. Oha. Ja, Birgit hat den letzten Schnappes gekauft. Die Arme hat wieder irgendwelche Probleme. Worüber sie nicht reden möchte. Das ist sehr schade. So, hier. Let's go. Let's go. Ja, du bist kein Mitarbeiter. Hier. So langsam. Go, go, go. Go, 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 go. Sonst ziehe ich euch das vom Lohn ab. So, entschuldigen Sie bitte. Da bin ich auch schon wieder. Was darf für Sie sein? Hm, ja. So, Ja, düdüm, na klar. 95, 92. Wiederhören. Sodele. Ja, dem wird da geholfen. Hier, machen wir ein bisschen schneller hier. Komm, zack, zack, zack. Läuft eigentlich alles, ne? Ich kann auch meine Kasse erstmal wieder zumachen. Dann kann ich auch die Lampen wegsortieren. Ach nee. Haben wir da schon wieder was vergessen oder was? Wo ist denn das Apollinaris? Das ist das Wasser. War das jetzt nicht eigentlich hier? Ja, wo war denn das jetzt? Das können die Jungs sich eigentlich auch von draußen holen, wäre mir jetzt egal, ne? Alter, hier ist echt voll viel leer. Komm her, Mist. Ach, sowieso 9 Uhr bringt jetzt auch nichts mehr. So, dann sortieren wir noch die Lämpchen weg. Lampos. Ja, da haben wir natürlich viel zu viel gekauft, schade. Aber wie gesagt, irgendwann, ne? So, hier müssen wir einen Zahn zulegen hier. Kein Kunde bei mir. Ach komm, ich öffne nochmal. Vielleicht kriege ich ja nochmal für diesen Tag nochmal einen Kunden ab, ne? Ja Mensch, siehst du mal, ne? Was wir alles gemacht haben. Lager vergrößert, Lampenmanagement betrieben. Ja genau, schön joggen. Laufen, wo keine Steine sind. Hoppala. Aber ich habe gesagt, da macht es nochmal Bing bei mir an der Kasse. Sehr schön. Ah ja. So, der feine Herr. 176,30. Ja, wir haben ja so viel Geld. Level 67. Müssen wir schon fast wieder ein bisschen nochmal weiter runterschrauben, ne? Der Geldverdienerei hier. Alles schön andrücken. So. Schade, dass man die untere Kasse, die Kisten nicht andrücken kann. So, Simon ist da. Hallo Simon. So, was darfst du denn hier sein? Cemek ist auch wieder da. Hallo Cemek. 20, 1, 2, 3. So, ciao. Cemeki. Was kaufst du denn hier Feines ein? Honigkartoffeln. Oder machst du Honigbier? Nee, nicht nur 33, sondern das, ne? Ja doch, ich glaube für die nächste Folge werde ich das preislich, ich mache es jetzt schon mal, Auto-Price-Updater, wir gehen hier auf nur 1 Euro plus, das sollte reichen, ne? Ja, close, so, dann wird das für die nächste Folge aktualisiert. So, Stone Cold haben wir noch da. Kann ich dich auch beschleunigen? Hier, laufen, wo keine Steine sind, Leute. Hurtig. So, genau, Lampen noch, die Lampen sortiere ich noch schnell ein und dann sind wir hier durch. Dann müsste auch der letzte Kunde weg sein. Und dann haben wir es gepackt hier, ne? Dann haben wir es doch gepackt. So, da steht noch einmal ein Kasten Apollinaris. So, ich höre kein Piep-Piep mehr. Das heißt, wir sind eigentlich durch. Ja, wir sind durch. Wunderbar. Sehr schön. Na, dann haben wir auch wieder was geschafft hier. Lager schön erweitert, umgeräumt. Mensch, jetzt haben wir Platz ohne Ende da drin. Super. Leute, dann würde ich sagen, was steht denn, was können wir in der nächsten Folge machen? Ja, leider auch nur grinden, ne? Ich hoffe, dass wir dann, ja, ich glaube, in der nächsten Folge kommen wir nicht auf Level 70. Jetzt haben wir auch nur ein oder maximal 2 Level gemacht, anderthalb oder so.
In der nächsten Folge. Was machen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge können wir das Lager noch ein bisschen was schicker machen, oder? Was haltet ihr davon? Mal eine andere Farbe. Können wir mal gucken, welche. Und ja, sonst hier. Ah, hier können wir es eigentlich auch so lassen, ne? Wo so ein bisschen Farbe eigentlich ganz cool ist, ne? Mit der Kühlabteilung hier. Aber ja, schauen wir mal. Na gut, Leute, falls euch die Folge gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da, kommentiert, wenn ihr möchtet. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge hier, ne? Schneller. Mein Name ist Elgo und ich bin raus. Ciao, ciao.